Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Heute bauen wir mal einen kleinen Trophy-Room. Aber bevor das Video losgeht, lasst gerne ein Like und ein Abo da und los geht's mit diesem Video. Diese Sachen hier werde ich für den Trophy Room benutzen. Wundert euch nicht, wieso so viele Goldblöcke. Die vielen Goldblöcke, die habe ich aus einer Bastion. Die Diamonds, die haben wir aus den gelooteten End-Cities. Und das Drachenei und halt diese Sachen haben wir auch aus gelooteten End-Cities. Und damit würde ich das ja gerne mal bauen. Als erstes diese ganzen Tränke, die brauchen wir erst später. Aber was ich jetzt gerne bauen würde, ich habe jetzt hier nur so was Kleines gebaut. Und hier dann einfach mal so ein bisschen, wir hätten jetzt eigentlich schon, das können wir ja mal gucken hier, was für ein Beacon wir hätten. Ich würde jetzt mal versuchen, einen 5x5 Beacon zu bauen. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Und hier die anderen Blöcke. Ne, das kann ja die oberste Etage sein. Hier dann noch die anderen Blöcke. Hier die Goldblöcke. 4, das 5. Also, als erstes die 5x5 Stage. Und das einmal voll. Und jetzt einfach hier nur noch. Dann bin ich lost. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 5. Jetzt 1, 2, 3, 1. Und jetzt halt die Dia-Blöcke. Wir könnten jetzt schon hier einen saftigen Beacon hinbauen. Genau. Es reicht halt genau. Das ist jetzt nicht der beste Beacon. In der nächsten Folge würden wir dann noch den Wither besiegen. Aber hier könnten wir ihn ja erstmal probeweise aufbauen. Hier die anderen Sachen, wie die Rahmen, die würde ich einfach hier hinhängen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, perfekt. Und hier erstmal die ganzen Tränke unten rein. So und so und so. Und dann habe ich hier noch unseren ersten Diamanten. Den habe ich mir aufgehoben. Ich glaube, es wird aber besser aussehen, wenn ich so machen würde. Und schreibt mal Leute in die Kommentare. Und keine Ahnung, wieso die Kommentare immer deaktiviert werden. Weiß ich selber nicht. Ob ich das Drachenei hier drauf machen soll oder hier rein. Erstmal werde ich es hier drin haben. Weil das TP't sich halt immer weg, wenn man es klickt. Und auf einmal finden wir es dann nicht mehr wieder. Das wäre dann schon sehr unlucky. Und ich wollte mich dafür bedanken für 35 Abonnenten. Das habe ich echt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und wir könnten hier natürlich auch noch mehr reinbauen. Zurzeit sind wir auf der Suche nach einem bisschen Neverite. Das erste, was ich hier erstmal habe, war, glaube ich, in meiner Ender Chest. Ja, hier haben wir erstmal so 5 Scrap. Nicht so viel, noch ein bisschen Zeug, 3 Enderaugen, die sind noch übrig. Ich habe noch ein Raid gezockt, dies, das. Und das war's mit diesem Video.